Gut, ich habe selbst drei Kinder und die haben alle Pflichtimpfungen mitgemacht. Und ich glaube, auch wenn es medizinisch nachweisbar ist, dass es keine Gefährdung gibt, soll auch hier eine Impfung stattfinden. Wir haben viele Epidemien in den vergangenen Jahrzehnten verhindern können, weil eben die Menschen geimpft waren. Nein, weil ich der Ansicht bin, dass man Masern einigermaßen gut übersteht. Und das ist ganz wichtig, dass also auch Antikörper produziert werden können. Ich finde es sinnvoller müssen. Sollte jeder ein Impfbuch haben und da sollte immer was drin stehen. Also jede Impfung alle paar Jahre auffrischen. Ich meine, allgemein ist es unnötig. Bleibt dabei bei Masern. Es gibt Eltern, die, glaube ich, die nicht ganz 100%, also immer an die Gesundheit ihrer Kinder denken. Ich bin selbst geimpft worden schon und bin auch dafür, dass das auf jeden Fall gemacht wird, ne? Ja, ich würde auch sagen, die Kinder. Ich habe meine beiden Kinder impfen lassen und haben keine Masern bekommen.